Nach einem Autounfall irrt die Mutter Cecilia allein auf einer einsamen Straße umher. Verzweifelt sucht sie ihren Sohn Martin, kann sich jedoch nicht daran erinnern, was in den letzten Tagen passiert ist. Ihr Zustand ist instabil und wir glauben auch, dass sie missbraucht worden ist. Aber irgendwie ist der Patient in Zimmer 216. Sie verhält sich seltsam. Hat sie etwas über ihren Sohn erzählt? Nicht viel. Sie sind zusammen im Auto gefahren und dann hatten sie den Unfall. Bei ihrer Suche in Polizeiakten stößt sie auf ähnliche Verbrechen, deren Opfer ein Serienkiller auf einer brutalen Jagd gegenüberstehen. Die Polizei war vorhin bei mir. Kann Cecilia den Fall aufklären? Haben Sie Martin gefunden? Nein. Moderner Gothic Horror aus Argentinien. Und der siebte Spielfilm von Daniel De La Vega aus dem Jahre 2020. Es geschah am dritten Tag.